Hallo zusammen, wir wollen uns in diesem Video mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor als Energiekennzahl beschäftigen. Der Gleichzeitigkeitsfaktor gibt an, ja, das Verhältnis der einer maximal auftretenden Spitzenlast bei mehreren Verbrauchern oder jetzt auch Erzeugern bezogen auf eine hypothetische Höchstlast, die auftreten könnte, wenn alle Verbraucher gleichzeitig ihre individuelle Höchstlast abrufen würden. Beispiel ist jetzt, wenn man jetzt in einem Straßenzug verschiedene Haushalte hat, die natürlich alle eine individuelle Spitzenlast haben, die aber natürlich nie zu einem gleichen Zeitpunkt abgerufen wird. Das heißt also bei der Planung, Auslegung eines Straßennetzes, also das Stromnetz jetzt für so einen Straßenzug auslegt, ist jetzt nicht so, dass man davon ausgeht, dass diese Spitzenlast, diese maximal mögliche Höchstlast jemals abgerufen wird, sondern wir haben also einen entsprechenden Gleichzeitigkeitsfaktor, dass es immer zu zeitlichen Verschiebungen kommt, sodass man also das Netz geringer oder kleiner dimensionieren kann mit einem Sicherheitsaufschlag, aber jetzt nicht eine hypothetisch maximale Last berücksichtigen muss. Das wollen wir uns mal angucken anhand eines Beispiels, wie das aussieht. Also wir haben jetzt hier auf der X-Achse wieder unsere Leistung P. Auf die Y-Achse tragen wir wieder die Zeit T auf und wollen jetzt mal ansehen an einem Beispiel von drei Verbrauchern, die man jetzt diesen Gleichzeitigkeitsfaktor, im Englischen ist es der Diversity Factor oder Simultaneity Factor, wie man den berechnet. Also, gucken wir uns das mal an. Ein paar Markierungen hier auf die Achsen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also, wir wollen also mit drei Verbrauchern arbeiten. Nehmen wir jetzt mal an, der erste Verbraucher hat jetzt so einen Verlauf. Machen wir das ruhig bewusst einfach, dass wir jetzt hier mit 1 Megawatt arbeiten. Nehmen wir dann 5 Megawatt oder 9 Megawatt und dann hier die Stunden, 1 Stunde, 2, 3, 4, 5 Stunden, 8 Stunden. Also, dass wir das mal so uns exemplarisch angucken. Also fangen wir an. Der erste Verbraucher soll also folgenden Verlauf haben, dass er jetzt hier hochgeht in der ersten Stunde direkt, dann hier in der zweiten Stunde sein Maximum bei 4 Megawatt erreicht, dann hier abfällt auf, ja, machen wir hier mal 2 Megawatt und dann hier auf 0 abfällt. Das soll Verbraucher Nummer 1 sein. Verbraucher Nummer 2 soll etwas anders aussehen. Der ist also erst aus und dann ab der dritten Stunde geht es dann hier rauf, dass wir dann hier bei 2 Megawatt sind, dann geht es hier rauf auch auf 4 Megawatt und dann auch schon wieder runter, dass wir dann hier solche Werte bekommen und dann den dritten Verbraucher, machen wir den in Orange, der dann also noch deutlich später auftritt, also der war schon hier, geht hier auf 1 Megawatt rauf, bleibt dann lange bei 1 Megawatt und hat dann hier in der siebten Stunde dann seine Spitzenlast bei 7 und geht dann hier wieder auch auf 0 runter. So, was man jetzt macht, ist, dass man jetzt die resultierende Lastkurve bestimmt, also indem wir jetzt hier sehen, also wir haben jetzt hier drei Verbraucher. Was ist denn die daraus resultierende Lastkurve? Na gut, da müssen wir halt also für jeden Schritt gucken, was ist also dann die Summe. Wir fangen bei 0 an, sind jetzt hier bei der zweiten Stunde. Markieren wir das mal hier ruhig. Also hier sind wir jetzt, wenn wir einfach nur ganze Werte annehmen, nach einer Stunde sind wir bei 2 Megawatt. Bei der zweiten Stunde haben wir also 4 plus 1 sind 5 Megawatt. Dann haben wir hier bei der dritten Stunde haben wir hier 3 plus 1 sind wir bei 4 Megawatt. Bei der vierten Stunde haben wir jetzt alle drei Verbraucher. Hier sind jetzt der grüne, der rote und der orangene sind aktiv. Wir haben 2 mal 2 und 1 mal 1 sind also wieder 5 Megawatt. Dann sind wir hier erneut bei 5 Megawatt. Hier sind wir dann bei der sechsten Stunde, da sind wir 1 plus 2 sind wir bei 3 Megawatt. Dann haben wir hier auch nochmal die Spitzenlast von
5 Megawatt Energie von. Das heißt also, unsere resultierende Kurve sieht also folgendermaßen aus. Wir gehen hier rauf, gehen dann hier runter, haben dann hier eine Delle, haben hier eine hohe Last, nochmal einen Abfall, gehen wieder rauf und entsprechend hier runter. Nein, das ist nicht ganz richtig hier. Dann gehen wir natürlich hier, weil wir hier bei 0 sind, natürlich entsprechend dieser Kurve hier runter. So, das heißt also, die blaue Kurve ist jetzt unsere resultierende Last. Das heißt also, unsere Spitzenlast, die auftritt in diesem Zeitintervall, sind 5 Megawatt. Das heißt, also hier sehen wir, dass das tritt tatsächlich auch mehrfach in unserem Zeitintervall auf. Das ist jetzt kein Problem. Das heißt, also, das ist jetzt unsere höchste auftretende Last, nennen wir es mal PP. Das sind also 5 Megawatt. So, jetzt kann man überlegen, ja, was wäre denn die theoretisch maximale Last, die auftreten könnte, wenn jetzt alle drei Verbraucher gleichzeitig ihre Spitzenlast erreichen. Das heißt, wir haben ja individuelle Spitzenlastwerte, nämlich hier einmal bei dem grünen, das ist ja hier dieser Wert, zur zweiten Stunde, da sind wir bei 4 Megawatt. Der rote hat in der fünften Stunde erreicht er seinen Spitzenwert, ebenfalls 4 Megawatt. Schauen wir es dazu. Also hier haben wir 4 Megawatt für den roten. Hier sind wir bei 4 Megawatt für den grünen. Und der orangene hat dann in der siebten Stunde sogar 5 Megawatt als Spitzenwert. 5 Megawatt. Das heißt also, es könnte jetzt, also was würde passieren, wenn jetzt diese theoretische maximale Last auftritt? Denn dieser Wert, also die theoretische, dieser theoretische Höchstwert, P wären also 4 Megawatt plus 4 Megawatt plus 5 Megawatt, also 13 Megawatt. Das würde als Maximalwert, könnte das natürlich theoretisch auftreten. Also nehmen wir den mal als PT für den theoretischen Peakwert. Und der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt jetzt genau dieses Verhältnis zwischen zwischen dieser theoretischen Last und der tatsächlich auftretenden Last. Das ist nämlich dieser Gleichzeitigkeitsfaktor. Den kürzen wir ab mit Ks. Das ist nun das Verhältnis dieser beiden Werte, also der Maximalwert, pp, durch, ja, und das ist jetzt ja quasi die Summe der individuellen Höchstwerte, also pp von i, über die i gleich 1 bis n. Also das ist jetzt quasi die mathematische Formulierung. Wir haben also hier oben im Zähler den maximal auftretenden Wert aus der resultierenden Lastkurve in blau, dividiert durch die entsprechenden Maximalwerte, die hier auftreten können. Also 4 plus 4 plus 5 macht 13 Megawatt. Das heißt, also in unserem Fall bekämen wir als Gleichzeitigkeitsfaktor raus 5 dividiert durch 13. Ja, wenn wir das ausrechnen, das sind dann ungefähr 0,4 oder 0,038. Das heißt, das ist unser Gleichzeitigkeitsfaktor, der natürlich immer kleiner oder gleich 1 ist. Das heißt also, und das ist typisch für Energiesysteme, dass wir also nicht diesen Wert von 1 erreichen, sondern im Bereich von, ja, sagen wir so 20, 30, 40% liegen. Das heißt also, dass wir eine maximal mögliche Last nicht erreichen, jetzt in dem Fall dieser von den 13 Megawatt, sondern immer darunter bleiben. Und wir entsprechend natürlich auch das Netz planen können, weil man aus der Erfahrung des Betriebs weiß, dass dieser Wert in welcher Größenordnung dieser Wert hier typischerweise liegt, der Gleichzeitigkeitsfaktor. So dass man daraus dann ableiten kann, ja gut, mit ein bisschen Sicherheitspuffer könnte man sagen, gut, wenn man das Stromnetz jetzt auf eine maximale Last von 7 Megawatt oder 8 Megawatt oder sowas auslegt, hat man noch ausreichend Puffer, aber man muss nicht das Netz so auslegen oder ein Kraftwerk so auslegen, dass es 13 Megawatt bereitstellt, einfach weil diese Spitzenlast tatsächlich nie abgerufen wird. Und das spiegelt der Gleichzeitigkeitsfaktor als Energiekennzahl wider.